wir uns das letzte Mal getroffen haben, war noch alles offen gewesen. Mein Agent war im Austausch mit Colorado. Sie haben mich dann nicht qualified. Ich wäre gerne dort geblieben. Dann haben wir weiter überlegt. Ich hatte ein paar Angebote gehabt, aber ja, ich habe lange überlegt, was ich machen soll. Und schlussendlich bin ich zurück nach Zürich gekommen. Das war nicht der Grund, wieso wir nicht übergegangen sind, gar nicht. Es waren einfach andere Sachen, die nicht gepasst haben. Und, ja, und darum sind wir jetzt zurückgekommen nach Zürich und wir freuen uns riesig, hier wieder zu sein. Geschmerzt hat es mich überhaupt nicht. Ich meine, ich habe gesagt, dass ich dann spielen kann, dass ich Goal schiessen kann. Und, ja, also geschmerzt hat es nicht so. Logisch, es ist viel überlegt, eben hin und her und überlegt, wieso vielleicht, aber geschmerzt hat es überhaupt nicht. Und ich meine, jetzt bin ich zurück und wir freuen uns riesig. Es ist eine mega gute Liga in der Schweiz, es wird immer besser, finde ich. Ja, es ist eine spannende Situation. Konzentriere mich mal auf den ZSD, weil, wie du gesagt hast, habe ich jetzt 5 Jahre unterschrieben. Jetzt möchte ich mal da ja, etwas Grosses erreichen und dann schauen wir weiter. Also, ich überlege nicht so weit. Also, ich bin Saison für Saison, ja, so überlege ich. Ich möchte so viele Spiele gewinnen wie möglich. Ich würde gerne am Ende der Saison halt, ja, den Titel in der Hand haben. Ich glaube, das ist... Das ist, glaube ich, unser Ziel, mein Ziel und wir arbeiten daran. Es sind ein paar Einkäufe gemacht, diesen Sommer neue Spieler reingebracht. Wir haben sicher eine mega gute Truppe jetzt und wenn ich helfen kann, der Mannschaft sicher. ich probiere ein Leader sein, auf dem Eis, neben mir. Ja, ich weiß nicht, ich werde einfach alles geben, jedes Spiel und probieren, ja, Goal schiessen, die Mitspieler besser machen, Spiel gewinnen. Ich freue mich, ja, dass ich wieder zurück bin, zurück in Zürich. Die Kollegen sind da, die Mannschaft kenne ich ja schon alle, es ist eine mega coole Mannschaft, die Familie ist auch da und ja, ich freue mich einfach auf alles. Eigentlich nicht so eine grosse. Das erste Mal, als ich nach Florida gegangen bin, ins Camp, haben sie mir auch 62 gegeben und dann, seitdem habe ich es halt. Und, ja, es läuft gut mit dieser Nummer.